Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal von Kaschmora. Ich bin Katja und möchte euch heute wieder begrüßen zu einem neuen kreativen Projekt. Und zwar möchten wir heute diese kleinen Geschenktütchen machen für Weihnachten oder zu einem anderen Anlass. Diese Tütchen sind abgecycelt aus einem alten Milchkarton. Ich kann euch das jetzt hier vielleicht mal zeigen. Hat so ein bisschen leichten Glitzereffekt. Ich habe das aber auch noch so ein bisschen extra shabby gemacht, zusammengenäht und dann noch nach Scrapbook-Lust oder Junk-Journal-Lust aufgepimpt und aufgepeppt, eins meiner Text dran gemacht und schon hat man eine kleine Geschenktüte, die man natürlich öffnen kann. Und dann sieht man hier im Prinzip innen das Inlay, dieses silberne von der Milchtüte bzw. Safttüte. Man kann sich eigentlich grob merken, die Milchtüten haben eigentlich innen drin auch so ein braunes Teil und die Safttüten sind in der Regel in Silber. Nichtsdestotrotz war das tatsächlich eine Milchtüte. Man muss also so ein bisschen rumexperimentieren, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn innen drin das Silberne zu sehen ist. Dann habe ich im Grunde genommen hier in der ersten Hälfte dann so ein Eyelet reingenietet und dann dementsprechend Tags und Spitze und Kordeln dran gemacht, um das Ganze aufzuhübschen. Und natürlich hier dann einen Geschenkanhänger angebracht. Und derjenige kann natürlich dann jetzt erstmal ganz leicht dieses Tütchen öffnen. Wenn man will, könnte man jetzt hier mit einem Locher links und rechts nochmal ein Loch rein machen und zusätzlich mit einem kleinen Band verschließen, dass es auch wirklich safe ist. Andererseits hält das im Grunde genommen durch das Gefaltete und durch das Gewicht des Eyelet und Schleifen und Kordeln schon im Grunde genommen zu, so dass man es eigentlich nicht extra verschließen müsste. Und warum habe ich das so gemacht, dass man im Prinzip das gleich aufmachen kann? Das Geschenk ist also schnell drin verstaut und sicher. Und derjenige, wenn man es ausgepackt hat, muss das Ganze ja nicht wegschmeißen, kann meinetwegen den Weihnachtsanhänger mit einem anderen Tag ersetzen. Und ich denke mal, jeder Scrapbook-Freund weiß es zu schätzen, auch dieses kleine Tütchen aufzuheben und vielleicht Cutouts zu sammeln oder kleine Tags oder was auch immer oder das natürlich dann auch in sein Junk Journal, Art Journal reinzukleben, so als Erinnerung, das war ein Weihnachtsgeschenkchen, hier war eine schöne Kette oder ein Ring drin oder auch etwas anderes selbst gebasteltes. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Tütchen macht, dann machen wir das heute zusammen und ihr bleibt dran und ich zeige euch wie immer, wie es geht. Okay, was brauchen wir für unser heutiges Projekt? Erst diesen Karton, wo ich schon gesagt habe, das ist aus einem Milchkarton gemacht. Man muss also den Milchkarton ausspülen, den Boden und das obere Teil abschneiden und dann zerknautschen und zerknüllen und dann den Layer sozusagen das Äußere ablösen und dann bekommt man diese Art von Papier, was doch recht reißfest ist, erinnert so ein bisschen von der Haptik an Snap-Pep. Ja, weiter brauchen wir kleine Tags zum Schmücken und ein Stempelkissen und einen kleinen Stempel. Upsala, ich habe mir dieses Mal so ein ganz kleines Herzchen ausgesucht. Ja, natürlich ein Lineal, was zum Abmessen und einen Stift. Dann zum Dekorieren verschiedene Bänder, Spitze, Kordeln, eine Crocodile oder Lochzange oder Nietzange, ein kleines Eyelet und natürlich ein Geschenkchen. Schere ist auch dabei und wir brauchen auch eine Nähmaschine. Okay, hier sehen wir jetzt also nochmal das Papier. Je nachdem, was ihr für ein Tetrapack verwendet, kann das so braun sein oder weiß oder manchmal auch silber. Die Saft-Tetrapacks haben meistens so ein silberes Inlay und ihr seht, ich reiß das und knüll das hier nochmal. Also es ist wirklich recht dick und stabil und man kann es auch gut nähen. So, das ist jetzt ein relativ kleiner Rest von meiner Milchtüte. Man kann jetzt eben entscheiden, hier sieht man nochmal, wie dick bzw. dünn das Ganze ist. Nimmt man die braune Seite, wo ich da hier vielleicht so ein bisschen unordentlich gearbeitet habe, aber das ist ja gerade der Effekt, oder nehmen wir die weiße? Und ich entscheide mich heute mal für diese weiße Rückseite. Ja,
Dann werden wir jetzt folgendermaßen vorgehen, dass ich dieses Papier zunächst dekoriere. Ich nehme mein Stempelkissen, diesmal habe ich schwarze Stempelfarbe gewählt und meinen kleinen Herzstempel. Und jetzt werde ich erstmal, also wirklich hier in Echtzeit, mit dem Bestempeln, Bedrucken des Papiers, anfangen. Und natürlich seid ihr hier vollkommen frei. Ihr könnt natürlich erstmal ein Muster wählen, was ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch dementsprechend vielleicht den Namen oder auch einen Wunsch draufstempeln. Ihr könnt das bemalen, ihr könnt das benähen, ihr könnt das mit Stickern versehen, mit Washi-Tape aufpimpen. Aber ich würde das tatsächlich also schon vor dem Nähen machen. Und ich habe mich jetzt eben hier wirklich mal für die ganz simple und schnelle Variante entschieden, das zu stempeln. Und man kann ja auch mit Kindern einen Kartoffeldruck machen, dass man vorher das erstmal so ein bisschen schnitzt. Sollte man vielleicht dann aber eine größere Fläche nehmen. Aber man sieht, das geht also hier wirklich wahnsinnig schnell. So, jetzt gucken wir noch mal, wo sind ein paar Lücken, wo können wir noch ein paar Herzchen reinsetzen. Dann noch und hier da noch, da noch. Okay, ja, das sieht doch schon ganz hübsch aus. Man kann natürlich auch mehrere Stempelfarben nehmen oder jetzt zusätzlich noch mit einem Glitzerstift oder mit Aquarell was machen, wie man möchte. Da sind eurer Kreativität wie immer keine Grenzen gesetzt. Jetzt schneide ich das in der Hälfte durch, wie man hier sieht. Und jetzt werden wir diese beiden Hälften zusammennähen. Ich lege das also so zusammen, dass die schönen Seiten nach vorne kommen. Guckt, dass das schon gut aufeinander liegt. Also ich hefte das jetzt nicht oder irgendwie sowas, weil dieser Junk-Look oder auch unordentliche Look soll ja eigentlich auch Teil des Projekts sein. Und ich werde jetzt hier, wie gezeigt, mit einem Zickzackstich rumnähen. Ebola, ich war an der Nähmaschine und ihr seht, ich habe jetzt mit einem roten Garn hier einen Zickzackstich ausgewählt, das Ganze doppelt genäht, zweimal. Und auch hier sage ich es wieder, also es ist Teil des Looks, dass das so ein bisschen messy aussieht. Das muss hier nicht immer alles super perfekt sein, das ist also auch Teil des Looks. Und ihr seht, die Tüte ist stabil. Man kann jetzt also anfangen, das Geschenk theoretisch schon reinzupacken. Machen wir aber nicht, sondern wir wollen uns ja noch eine kleine Schließe basteln. Und jetzt kann man also einen oberen Teil umknicken, so weit, wie man das eben möchte. Ich mache das jetzt nicht zu weit, dass man eben auch noch bequem was reintun kann. Und jetzt gehen wir folgendermaßen vor, dass also unser Eyelet jetzt hier zum Einsatz kommt. Und jetzt falte ich mir das hier oben ein bisschen auseinander und werde aber nur das Loch und den Eyelet in diesen oberen Teil reinsetzen und nicht komplett durch, weil sonst schließe ich die Tüte ja zu und man müsste das später kaputt machen. Das bedeutet, ich messe erstmal aus. Wir sind hier bei 6,5 cm, nehme die Hälfte und markiere mir das mit meinem Bleistift, dass ich an dieser Stelle also jetzt mit Hilfe der Lochzange oder wer das eben nicht hat, muss gucken, dass er das irgendwie unter den Locher fuddelt oder wie auch immer, ein Loch einbringe. Ich nehme hier meine Crocodile zu Hilfe und zack, et voilà, haben wir schon ein Loch gestanzt. Und jetzt werde ich mir mein Eyelet da durchfuddeln. Das ist jetzt hier wirklich teilweise ein bisschen tricky. Ich glaube, ich habe sogar die falsche Seite genommen, ist mir aber wurscht. Das kann man ja wirklich dann immer auch noch spontan entscheiden, wenn einmal ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Aber ich denke, beide Seiten sind schön genug, dass man auch diese verwenden kann. Ich packe das Eyelet durch das Loch hindurch. So. Und jetzt werde ich also wieder meine Zange, Nähzange zu Hilfe nehmen, um dieses Eyelet hier und wirklich nur an der oberen Seite sozusagen fest zu nieten. So, das ist jetzt hier wirklich ein bisschen tricky. Kamera, schauen, Lochzange, fuddelig.
Sorry, dass das teilweise jetzt so ein bisschen off-camera geht, aber ist nun mal so. Ich tue mein Bestes, dass ihr das alles richtig sehen könnt. So, fuddel, fuddel, fuddel. Ich glaube, jetzt müsste es was werden. Zack, einmal kräftig nieten und et voilà. Unser Eyelet ist befestigt. So, und jetzt haben wir das hier in dieser Art und Weise dran. Man sieht es auch nochmal von der Rückseite. Und ja, also ich kann wirklich nur nochmal sagen, ich mag diesen Effekt, dieses Knuddelige, was auch so ein bisschen an Snap-Pep erinnert, ist es aber nicht. Jetzt kommt the fun part. Wir werden also jetzt so ein bisschen was suchen, womit wir das kleine Täschchen noch aufpimpen können. Ich habe mich jetzt hier für so ein Stückchen goldene Kordel entschieden. Und hier kann man wirklich wieder alles nehmen. Natürlich hätte hier auch ein dunkelblaues Bändchen vielleicht gut gepasst. Oder ein Strick oder ein bisschen Spitze oder von allem alles. Also hier kann man natürlich wieder so gehen, wie es jetzt ist. Weniger ist mehr und man lässt das eigentlich schon so schlicht. Aber ich werde trotzdem mal gucken, ob wir noch was dran machen können. Ich habe also hier eine Schlaufe gemacht, das durch das Eyelet gezogen und dann ist die Kordel auch hier schon ganz schnell befestigt gewesen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch dran pimpen können. Strick ist mir jetzt hier irgendwie zu unpassend. Auch das gefällt mir nicht so. Also ich glaube, ich kuschel noch mal in meiner Kiste und gucke, was sich da noch so findet. Ja, et voilà. Da ist es ein Stückchen rotes Schleifenband und ich habe vorsichtshalber mal noch so ein bisschen Bast zurechtgelegt. Vielleicht kann man das auch noch nehmen, um diesen Upcycle oder Natural Look so ein bisschen zu unterstützen. Ich ziehe mir jetzt dieses Schleifenband nicht mit durch das Eyelet durch, weil das ist ja, ja, sorry, dass das jetzt hier gerade nicht zu sehen ist, passiert. Ich ziehe mir das durch die Schlaufe und nicht durch das Eyelet, weil die Öse dann doch etwas klein ist und wenn man da also mehrere Fäden durchfuddelt, das funktioniert irgendwie nicht. Also habe ich die Schlaufe etwas locker gemacht und ziehe jetzt, sind wir wieder da, das Band doppelt durch die Schlaufe. Hier sieht man es eigentlich nochmal ganz gut, dass ich das nicht durch diese Öse genommen habe. Und ja, jetzt können wir überlegen, lassen wir das einfach, also machen wir einen Knoten und lassen das irgendwie so hängen und machen dann gar nicht mehr viel Schleifchen und Shishi, sondern auch hier wieder so weniger ist mehr. Man könnte ja jetzt auch, wenn man es einfach so lässt, vielleicht noch gucken, macht man da noch ein Perlchen dran oder irgendwas, damit das auch noch ein bisschen runterhängt. Oder ja, macht man es nochmal auf, so wie ich jetzt gerade, nochmal einen festen Knoten und vielleicht doch dann ein Schleifchen. Ich glaube, das könnte doch ganz nett aussehen, wenn wir jetzt hier ein Schleifchen dran machen. So, müssen wir erstmal diesen einen Teil noch aufschneiden, dass wir das können. Und jetzt nehme ich mir zwei Teile und ja, fuddel eine ganz kleine normale Schleife. So, ja. Kann man entscheiden, ob man das mag oder nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und ja, sieht ja irgendwie doch niedlich aus. Und ja, ich denke, jeder, der solche Do-it-yourself-Geschenke zu schätzen weiß, wird sich darüber freuen. Zumal das ja an sich auch ein kleines Geschenk ist, wo man später eben noch was sammeln kann oder reintun kann. Ich denke, es ist auch prima für kleine Geldgeschenke gemacht. Und ja, das ist es erstmal soweit. Jetzt kommt natürlich das Geschenk zum Einsatz. Ich habe hier noch so ein kleines Armband, das habe ich mal selbst gemacht, so im Boho-Style. Und das natürlich jetzt prima, um das da zu verstauen und dann als Kleinigkeit zu verschenken an eine liebe Freundin oder auch für Mama oder ja, denjenigen, den man eben gerne mag und der auch so einen Stil gerne hat. Schwuppdiwupp ist es drin. Wenn man mag, kann man natürlich links und rechts, wie gesagt, jetzt noch so Löcher dran machen, um das richtig zu befestigen und richtig zuzumachen. Aber ich würde es eigentlich schon so lassen.
Jetzt kommt noch der Anhänger. Ich hatte gerade so einen alten Shabby-Anhänger, der hat mir nicht gefallen. Hier seht ihr eine Auswahl meiner eigenen Tags, die ihr auch auf Etsy in meinem Etsy-Shop kaufen könnt. Einfach ausdrucken, ausschneiden und schon ja, dranhängen. Hier habe ich das mal vorbereitet. Die Tags sind hinten weiß, so dass man jetzt hier noch den Namen vielleicht extra draufschreiben kann oder noch eine kleine Botschaft. Und jetzt habe ich doch noch diesen Bast genommen und gucke, dass ich das also jetzt hier noch dran befestige, diesen kleinen Tag mit dem Pfefferkuchenmann, der eben wirklich auch von mir digital gemalt und gezeichnet ist und doch jetzt eigentlich perfekt zu unserem Weihnachtsthema passt. Also wie gesagt, wen das interessiert, schaut in meinem Etsy-Shop vorbei. Dort habe ich jetzt kürzlich erst auch wieder einige Sachen für Weihnachten eingestellt. So, jetzt geht es nochmal ein bisschen off-camera. Sorry dafür, aber ja, ich denke, euch ist klar, wie man so einen Tag hier befestigen kann. Und et voilà, das ist unser Tütchen. Und ich finde, es ist doch ganz hübsch geworden und kann sich sehen lassen und ja, man kann super Spaß haben, das jetzt zu verschenken und sehen, wie sich andere drüber freuen. So, das war's schon wieder mit unserem kreativen Projekt. Ich zeige euch nochmal das fertige Ergebnis, unser kleines, klitzekleines Geschenktütchen für Weihnachten. Ein Upcycling-Projekt, was wirklich sehr, sehr schnell zu machen ist. Viertelstunde ist das gemacht und ja, für alle Scrapbook- oder Journal-Fans, die das zu schätzen wissen, so auch ein kleines extra Geschenk, was man vielleicht auch an ein größeres hängen kann. Oder ihr könnt es natürlich auch an dem Weihnachtsbaum verstecken. Oder natürlich eine andere tolle Idee ist, aus diesen kleinen Tütchen auch kleine Tütchen für euren personalisierten Adventskalender zu basteln. Den kann man ja natürlich dann auch jedes Jahr wieder verwenden, so dass sich auch hier der Aufwand lohnt, solche kleinen Tütchen herzustellen. Und natürlich kann man die ja dann alle an einer Schnur haben oder man tut sie in ein schönes Körbchen oder in eine Holzbox rein mit was Grünem dazu und schon hat man auch noch mal im Haus einen Blickfang für die Weihnachtsdekoration. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin frohes Basteln, vielleicht mit diesen Upcycling-Produkten. Und ja, schreibt mir doch gerne auch in die Kommentarbox, wie euch dieses Projekt gefallen hat. Und vielleicht habt ihr ja auch noch weitere Ideen, was wir mit dem Papier alles anstellen können. Mich interessieren vor allem natürlich die Scrapbooker und Junk Journal Fans unter euch, die sich Gedanken machen, was wir weiteres mit diesem Papier alles Cooles anstellen können. Von daher gebt mir ein Like, wenn es euch wieder mal gefallen hat und bleibt gesund.